Auch in der Serie A beginnt die fünfte Jahreszeit. Endlich wird es ernst und das erste Viertelfinalspiel ist gleich ein Südtiroler Derby. Der HC Pustertal, Zweiter nach dem Grunddurchgang, empfängt in Bruneck den Tabellensiebten Gröden. Gespielt wird in einer Best-of-Seven-Serie, das heißt, eine Mannschaft muss viermal gewinnen, um ins Halbfinale aufzusteigen. Vor knapp 900 Zuschauern treten beide Mannschaften in Bestbesetzung an. Der einzige Abwesende ist der Pusterer Thomas Erlacher. Die Wölfe sind Favoriten, haben heuer auch alle 6 direkten Duelle gegen Gröden gewonnen. Pustertal beginnt auch gleich sehr offensiv. Giulio Scandella zu seinem Kapitän Armin Helfer. Nationaltorhüter Gianluca Vallini passt aber auf und dann vergibt Patrick Bohner aus guter Position. Gleich darauf Kevin De Virgilio zu Scandella. Schöne Aktion der beiden Italos, aber wieder reagiert Vallini richtig und rettet sein Team. In dieser Anfangsphase wird das Tor der Gröner förmlich von den Wölfen belagert. Wie hier mit dem Zuspiel von Bouchard auf Armin Helfer. Der sieht den freien Lukas Tauber, der 26-jährige Stürmer, schießt aber daneben vorbei. Dann der herrliche Steilpass von Armin Hofer, genau auf Patrick Rizzo. Der stürmt allein auf den Kasten von Vallini, aber erneut rettet der Schlussmann, der Gröner. Der kann sich in diesen ersten 10 Minuten wahrlich nicht über fehlende Arbeit beklagen, macht aber seine Sache sehr, sehr gut. Und es geht in diesem Ton weiter. Justin Mailand auf François Bouchard. Dieser Teufelskerl von Gianluca Vallini kann wieder dazwischen greifen. Die 12. Spielminute. Victor Schweizer und Giulio Scandella müssen gleichzeitig auf die Strafbank. Gröden jetzt in doppelter Überzahl. Und die Ladiner lassen sich diese Chance nicht entgehen. Nach nur 37 Sekunden Powerplay spielt Shane Sims zu Luke Muffa. Und der haut den Puck zum 1:0 ins Kreuzig. Pustertal vergibt Chancen am Fließball, Gröden spielt hingegen sehr effektiv, nutzt die bisher einzige Gelegenheit zur Führung. Beim Jubel dann diese kuriose Szene, Istmann rutscht aus und bringt auch Torschütze Moffat zu Sturz, der nimmt es aber sehr sportlich und feiert seinen 20. Saisontreffer. Die Hausherren sind schockiert, Gröden setzt nach und plötzlich läuft Justin Messier ganz allein auf das Tor von Weymann und der kann den US-Amerikaner gerade noch rechtzeitig stoppen. Kurz vor dem ersten Wechsel muss Joel Brugnoli 10+2 Minuten vom Eis. Jetzt sind die Pusterer in Überzahl. Trevor Johnson zu Armin Hofer. Der zieht ab. Vallini kann retten, aber Schweizer ist an Ort und Stelle und staubt zum 1:1 ab. Lange haben die Wölfe gebraucht, ihr erstes Playoff-Tor zu schießen. Jetzt hat es geklappt. Nach dem ersten Drittel steht es in Bruneck 1:1 unentschieden. Der zweite Spielabschnitt beginnt so wie der erste. Mit einer Druckphase der Pusterer. Giulio Scandella startet zum Gegenstoß. Macht auch alles richtig, aber Gianluca Vallini ist in bestechender Verfassung. Eine Glanzparade des 22-jährigen Bozners. Die 21. Minute, wieder Scandella. Diesmal auf seinen Sturmpartner Max Oberhaus. Der lässt Justin Messier alt ausschauen und bezwingt Vallini zum 2:1. Die Pusterer erstmals am heutigen Abend in Führung. Ein super Tor des 31-jährigen Max Oberhauch. Heuer trifft er ja nicht so oft wie in den vergangenen Jahren. Das ist erst sein 10. Saisontreffer. Pustertal bleibt am Drücker. Trevor Johnson schießt von der blauen Linie. Der Puck kommt zu Lukas Tauber. Der dreht sich um. Dann Benno Obermeier mit dem Pass zurück zu Tauber. Und jetzt klingelt es zum dritten Mal im Kasten der Ladiner. Ist das schon die Vorentscheidung? Nein, denn nur 3 Minuten nach seiner Vorlage zum 3:1 muss Obermeier in die Strafbox. Die Gröner haben schon das erste Tor in Überzahl geschossen. Jetzt bekommen sie erneut die Chance. Justin Messier zu Derek Istmann. Gabriel Finazzer lenkt den Schuss noch ab. Der 2:3 Anschlusstreffer. Wieder schlägt Gröden in Überzahl zu. Für Finazzer ist es das 6. Tor in der heutigen Meisterschaft. Und das Match in Bruneck bleibt spannend. In der 36. Minute muss Benjamin Kostner auf die Strafbank. Jetzt spielen die Hausherren mit einem Mann mehr. Auf dem Eis steht natürlich der Paradeblock. Giulio Scandella zu Max Oberhauch. Die Riesenchance zum 4. Tor. Aber Vallini heute mit einer klasse Leistung. Immer noch die Wölfe im Powerplay. Diesmal zieht Ryan Kavanagh ab. Oberhauch lenkt seinen Schuss noch ab. Aber Pech, der Puck geht an den Pfosten. Und so bleibt es nach 40 Spielminuten bei der knappen 3:2 Führung der Pusterer. Wir springen ins Schlussdrittel. Kevin De Virgilio versucht es im Alleingang, dankt sich durch die Abwehr der Ladiner. Dann Giulio Scandella, der vergibt jedoch diese Möglichkeit. Der Italer Kanadier will seine Fehler gleich gut machen und das gelingt ihm auch. Nach einem seiner typischen schnellen Alleingänge lässt der Vallini keine Chance und erhöht auf 4:2. Scandella, Wiesel, Fink, Gabriel Lang schaut nur zu. Saisontreffer Nummer 18 für den Pusterer. Auch anschließend haben die Wölfe noch mehr vom Spiel. Gröden gibt aber nicht auf, bleibt im Match und lauert auf seine Chance. Die kommt 10 Minuten vor Spielende, als erneut Schweizer und Scandella gemeinsam auf der Strafbank sitzen.
die im ersten Drittel als Gröden gleich die doppelte Überzahl zum 1:0 nutzen konnte. Ulrich Egen nimmt noch eine Auszeit, gibt letzte Anweisungen mit Erfolg, denn nach nur 27 Sekunden spielt Eastbourne zu Justin Mercier das 3:4. Gröden hat alle drei Treffer im Powerplay erzielt. Und es bleibt spannend. Wir sind schon in der letzten Spielminute. Grün hat Valini für einen sechsten Feldspieler vom Eis genommen. Scandella erobert sich die Scheibe. Der Doppelpass mit Kevin De Virgilio. Und das ist jetzt die endgültige Entscheidung. Scandella trifft ins leere Tor zum 5:3 Endstand. Ein verdienter Sieg für die Wölfe, aber auch eine gute Leistung der Grüner. Spiel 2 folgt dann am Donnerstag in Wolkenstein.